viel passiert in Summoners War. Ich habe im Internet gelesen, dass es einen zusätzlichen kleinen Tableau-Nerf gab, dass er nicht Violent procken kann. Zudem haben wir noch einen fetten Leica-Fail. Seine Skillbeschreibung in-game ist immer noch broken, ist immer noch falsch. Dann gab es noch ein super geiles Event. Und wir haben noch ein paar zusätzliche Dinge reingepatcht bekommen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Das jetzt alles für euch im Video. Robbe hier, willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Summoners War. Back quasi von der Gamescom frisch wieder ins Game rein. Und es ist echt viel passiert, muss man sagen. Und heute habe ich direkt im Internet gelesen, dass Tableau, es ist einen kleinen Nerf geben sollte, einen zusätzlichen kleinen Nerf. Da habe ich mich gefragt, hey, lasst uns mal eben was testen. Und zwar, ich zeige es euch mal einfach direkt am Fight. Hat einer im Internet getestet, im TUA, dass wenn Tableau seinen zurückgenommenen Würfel spielt, er geht definitiv in den Stun, ignoriert Immunity, das können wir nicht vermeiden. Aber es hieß dann, wenn wir in dem Stun sind, so wie jetzt, können wir kein Violent procken. Da habe ich gedacht, hä, what the fuck? Und ich habe das ein paar Mal ausprobiert und es hat tatsächlich nicht funktioniert. Das heißt, wenn mein Monster im Stun ist, ging es nicht. Im Internet, derjenige hat es 30 Mal ausprobiert. Und siehe da, bei mir hat es doch irgendwann funktioniert. Und ich dachte so, hey, warte mal, was ist jetzt hier los? Jetzt habe ich mir das nochmal ganz genau angeschaut. Und zwar ist es so, einen Violent Proc kann man immer ausführen. Das heißt, auch wenn wir im Stun sind in derselben Runde, der Violent Proc kann immer reingehen. Ich guck, vielleicht prockt er jetzt nach dem Stun. Ja, da ist er sogar, hey. Jawohl, das ist schon mal ein nice Beispiel. Also so ein Violent Proc geht definitiv immer. Es gibt aber Monster, obwohl wir eine zusätzliche Runde erhalten, da funktioniert das nicht. Und da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar nehmen wir einfach mal ein Monster raus. Nehmen wir mal Alicia. Hier ist die gute Alicia. Und sie hat mit dem Frostrausch, greift alle Feinde mit Eiszapfen an, gibt sofort einen weiteren Zug, wenn der Feind stirbt. In dem Fall, man könnte sagen, das ist ein Violent Proc. Ein weiterer Zug, eine zusätzliche Runde. Jetzt ist es aber so, rest in peace, Leica, ich habe es gerade schon gesagt, die Skillbeschreibung ist falsch, gucken wir gleich nochmal rein. Wenn wir, stellen wir uns mal vor, da steht ein Leica, den es vor dem Patch gab, der stunnen konnte, und dort steht irgendein anderes Minion, und wir töten das eine Monster, Leica bleibt aber stehen, macht Revenge, stunt uns, dann, was ist dann? Rein theoretisch hätten wir einen zusätzlichen Zug, einen weiteren Zug, weil wir ein Monster getötet haben. Da Leica uns aber gestunt hat in dem gleichen Zug durch seinen Revenge, sind wir im Stun und bekommen keinen zusätzlichen Zug. Haben wir dann aber Violent Ruhen, dann können wir wieder aus dem Stun herausprocken. Das ist schon ziemlich krasse Theorie im Detail, aber vielleicht für euch einfach kurz. Violent procken können wir aus jedem Ding raus, aber einen zusätzlichen Zug, eine weitere Runde bekommen wir nicht, wenn wir in dem Turn gestunt, gefreezed oder gesleept werden. Das funktioniert dann nicht. Jetzt können wir uns nochmal kurz Leica angucken. Ja, erstmal Rest in Peace an alle Leica-User. Und ich hatte gestern einen kurzen Stream angehabt, wirklich spontan, habe einfach mal kurz Hallo gesagt. Und die Leica-User haben mir gesagt, RIP, hier ist was falsch in der Skillbeschreibung. Ich hatte mich schon gewundert, warum einige Leute unter meinem Video geschrieben haben, hey Robo, du hast vergessen, dass Leica nicht stunt kann. Da habe ich gesagt, hey, warte, was? Hier steht doch, und kontert für eine Runde und betäubt. Ja, die Skillbeschreibung ist falsch. Kommt was? Euer Ernst? Es ist doch... Bitte, haut den Patch raus, endet die Skillbeschreibung, das gibt's da gar nicht. Also, ich habe es mir gestern sagen lassen, dass er nicht stunt. Ich habe ihn leider nicht, konnte es jetzt nicht testen, aber ich glaube den Leuten natürlich. Also, rest in peace an alle Leica-User. Schauen wir jetzt aber mal in das mega geile Event rein. Fusionsunterstützungsprojekt. Ja, super geile Sache. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, wo es mal ein Video gab über das dreijährige Jubiläum von ComeToUs. Da hat jeder YouTuber und viele YouTuber haben da so ein kleines Infovideo gemacht. Und mein Video war leider in der Hälfte gecuttet. Ich hatte eigentlich noch viel mehr erzählt. Und zwar hatte ich erzählt noch in meinem 15-sekündigen Video oder 20, wie lang es auch immer ging, dass ich hoffe, dass der Einstieg für gerade neue Spieler schneller geht, dass sie schneller aufschließen können an die Mid-Game-Player, an die Late-Game-Player. Und das ist genau das krasse Event, womit man schneller aufschließen kann. Wir gehen nochmal kurz hier unten schon mal als Tipp vielleicht mal kurz vorweg.
habe ich im Internet auch gelesen, auch im Stream gestern haben es mir einige gesagt, wenn ihr den Weltenboss macht und die Belohnung abkassiert, dann zählen diese Belohnungen auch hier mit rein. Das heißt, wenn ihr hier eine Feueressenz Mittel bekommt, bekommt ihr hier auch schon mal eine Feueressenz drauf. Und wenn ihr fusioniert von Medium, also von Klein auf Medium, zählt das genauso. Habt ihr also vielleicht kleine Essenzen, könnt ihr sie einfach upgraden oder Weltenboss machen oder whatever. Ihr müsst sie nicht stumpf farmen, könnt ihr natürlich auch machen, aber das vielleicht so als kleinen Tipp dabei. Und wir haben, warum das eigentlich eine gute Idee ist mit den Weltenboss, guckt doch mal, wie lange wir Zeit haben. 26 Tage. Das heißt 26 mal Worldboss mal 3 noch dazu, weil wir gehen, können ja dreimal rein, zumindest die Leute, die schon ein paar mehr Monster haben. Also das sollte machbar sein, dieses Event. Ist natürlich für Low-Game, für Early-Game-Player gedacht, deswegen, die brauchen vielleicht natürlich etwas länger, aber das Event ist super nice. Ihr könnt euch hier ein Monster aussuchen. Und für die Leute, die dieses Monster natürlich nicht mehr brauchen, Free Skill-Ups. Ja, nice, kommt zuerst. Oder einen 4-Star zumindest vielleicht zum Aufwerten. Das ist recht cool. Ich finde das für neue Spieler echt. Also von mir mal fetten Daumen nach oben, wenn ihr auch der Meinung seid. Lasst mal einen Daumen da. Das ist wirklich ein cooles Event für neue Spieler. Aber auch was für die Late-Gamer dabei. Die kriegen 2 4-Stars. Warum nicht mitnehmen? Ihr könnt euch hier vielleicht hier Lucian Skill-Ups zum Beispiel, ja? Lucian Skill-Ups nehmen. Oder wenn man hier sich eine Kitsune baut. Oder vielleicht jetzt einen neuen Susanoo. Ich habe ein gutes Dragon's 10 Team gesehen mit Susanoo Lead. Only Wasser Units. Er gibt 30% Speed Lead. Knallt rein, geht unter 1 Minute. Habe ich auch schon gesehen. Ich bin überlegen, ob ich den baue, just for fun. Aber mal gucken. Okay, also einfach hier easy going durchmachen. 26 Tage Zeit, überhaupt kein Problem. Was haben wir noch erlebt? Dann gab es natürlich noch... Ja, wir machen erstmal einen Wish. Erstmal easy going. Holen wir jetzt den Lightning Darknet 5 ab. Dann gab es noch ein paar neue Dinge in dem Shop, die einerseits recht cool sind, andererseits auch eigentlich total meh. Wir gucken jetzt mal eben rein. Kriegen wir 5? Jawohl. Dankeschön, müsste ich da mal ein bisschen Arena machen. Ich glaube, wir, ja, 15 direkt von der Arbeit gerade gekommen. Aber gucken wir mal kurz in den Shop rein. Und zwar haben wir, ja genau. Warte mal, hier haben wir auch irgendwas Neues, oder? Nee, das war, glaube ich, schon geboostet, ne? Mehrmal, ja, das glaube ich, das war schon geboostet. Ansonsten ist, glaube ich, hier nichts Neues. Aber hier... Gibt es, yay, ein EP-Gebäudebooster 7 Tage für 250? Da bin ich mir aber nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. 250, ich meine, 300% ist viel, aber die Gebäude geben auch nicht so viel. Da hätte ich einen anderen Vorschlag. Eigentlich könnte man sagen, okay, warte mal, wir nehmen 3 Tage XP-Boost. 3 Tage für 200 ist wirklich nicht so viel. Einfach nochmal ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht am Wochenende, Ferien, Urlaub, 3 Tage und dann geht es ordentlich ins Gefarme. Und dann könnte man lieber damit seine Monster leveln, weil es geht viel, viel schneller als mit diesem Kackgebäude. Und es kostet sogar weniger. Und ich sag's euch, das geht. Das, mein Dreifach ist auch krass, aber mit dem EP-Boost geht's viel, viel schneller. Zudem bekommt ihr Mana, ihr bekommt Runen, ihr könnt leveln, alles Mögliche. Das ist auf jeden Fall viel cooler. Für die Leute, die vielleicht natürlich überhaupt gar keine Zeit haben, ist das vielleicht nicht schlecht. Allerdings stoppt die. Stoppt ja auch das Monster zu leveln, wenn es Max ist. Das heißt, wenn ihr das in Stufe 1 da reintut, ist es innerhalb von einer Stunde oder ich weiß vielleicht noch schneller auf 2, da müsst ihr einloggen und wieder draufklicken, damit es sich dann weiter levelt. Es levelt sich nicht automatisch so hoch, das ist ein bisschen schade eigentlich. Dann wäre das cool, wenn das, man das hiermit ausschalten könnte. Das ist automatisch einfach komplett hochlevelt. Hätte man 7 Tage volles Programm, ist hier leider nicht. Deswegen empfehle ich lieber das. Und bevor ihr euch das kauft, okay, für die ganz Faulen unter uns und für die überhaupt, für die Leute, die überhaupt null Bock haben, da reinzugehen oder die vielleicht gerade einen frischen Dead 5 gezogen haben und sich sagen, oh, fuck, mir fehlen noch 5 hohe Essenz, ich hab keinen Bock zu farmen. Scheiße, auch 250, let's go. Okay, ja, aber ansonsten, für diese 250 Kristalle, da könnt ihr so viele Refills machen, da habt ihr viel mehr, da habt ihr noch Mana dazu, ihr habt viel mehr Essenzen, das ist wirklich nur was für extrem Faule. Oder die es einfach auch überhaupt mal gar nicht abwarten können, dann könnte man das hier kaufen. Aber das würde ich in der Regel eigentlich nicht machen. Diesen Kram würde ich sowieso nicht holen. Ist nicht so tolle, einfach mal weiter farmen gehen, bringt viel mehr. Was aber relativ cool ist, finde ich, ist das hier. Kosten, kriegen wir, wie viel kriegen wir hier? 20, 1 täglich mal 3, 0 von 20. Wie viel kriegen wir hier? 3 doch nicht. Nee. Machen wir, wenn ich jetzt. Was für eine. Wie viel kriegen wir hier? Das, dieses 20 und 1 macht mich gerade. Wir können doch maximal 10 haben eigentlich.
Jetzt habe ich 12. Das geht doch gar nicht. Ich kann doch nur maximal 10 haben. Okay, da blicke ich gerade. Hä? What the fuck? Wartet mal. Wieso habe ich hier 12? Das ist ein bisschen komisch. Wieso kann ich 12 Dimensionskristalle haben? Das Cap ist doch bei 10. Das habe ich noch nie. Was ist hier falsch gerade? Ich habe dieses Kram nicht gekauft. Wie Leute, die denken, hast du das Okay, da weiß ich gerade nicht, was da los ist. Kann ich mir vielleicht mal kurz in die Kommentare schreiben. Jetzt weiß ich gerade auch nicht, wie viel man hier bekommt. Bekommt man hier 0 von 20? Ich glaube, ich kann das 20 Mal kaufen. So sehe ich das. 20 Mal kaufen. 3 Stück für 100, ist das richtig? Das ist eigentlich mal 3. Das ist eigentlich nicht viel. Nee, dann würde ich ohne Scheiß, ich würde das reinhauen. Einfach ganz normal Farben. Und das hier ist aber auch cool. Die Zorne kann man das öffnen. Falls für die Leute, die auch überhaupt gar keine Geduld haben, gerade den Five gezogen haben. Scheiße, ich brauche Wasserzenzen, let's go, 200. Warum nicht? Kann man machen. Und ich hatte erst noch so gedacht, hier war doch noch was anderes. Hey, wo ist denn das mit dem Secret Dungeon hin? Da konnte man sich doch ein Monster auswählen. Haben diese... Hey, wo ist das denn jetzt hin? Das wollte ich doch jetzt eigentlich noch zeigen. Hallo? What? Haben die das rausgepatcht? Robbe, was ist los? Wieso hast du 12 davon? Und wieso kann ich... Ah, jetzt weiß ich warum. Wir können es nicht machen, weil es gerade kein Secret Dungeon da ist. Aber normalerweise können wir ja noch ein Secret Dungeon eröffnen. Ich hatte am Anfang so gedacht, dass man sich ein Monster aussuchen kann. Nein, leider nicht. Man bekommt einen zufälligen. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie teuer das war, weil ich kann es jetzt leider nicht sehen. Aber ich glaube, das lohnt sich eher nicht. Das lohnt sich eher nicht. Man kann es auch hier rüber öffnen. Kann es auch hier rüber öffnen. Hier, wie teuer war das? Nee, das kostet nicht nur 5.000. Das ist ein richtig cooler Tag für das Video, diese Dinge zu zeigen, wo einfach mal gar nichts, wo ich einfach mal nichts machen kann. Nice. Schaut einfach mal rein, da könnt ihr ja vielleicht morgen oder, weil morgen am Sonntag ist ja wieder Light offen. Da, wo es den Inugami gibt. Vielleicht, ich glaube aber nicht, dass sich das lohnt. Was haben wir hier noch für einen Bob? Was ist das für einer? Der ist gar nicht so übel, muss ich wirklich sagen. Reduziert den von Gegnern mit Windattributen Schaden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal gegen Tescher fightet oder sowas und Tescher greift natürlich Wasser an, bekommt er 50% weniger Schaden, tankt das extrem gut. Das gibt es auch für Feuer, meine ich, mit dieser Schlange. Also das sind wirklich krasse Tanks, wenn die Gegner zum Beispiel im Guild War nur einen starken DD drin haben. Hier zum Beispiel diese hier, Armada, sage ich. Armada, wie die gleich ausgesprochen, reduziert den Schaden durch Feuerattribute für den Schaden. Das heißt, wenn die Gegner zum Beispiel eine Perna drin haben und ihr setzt den rein, wird Perna natürlich ganz Zeit den Tank angreifen und somit könnt ihr den schon sehr gut im Schach halten. Also diese Monster sind schon nicht schlecht, die kann man wirklich benutzen. Und hier, dieser Skill ist auch nicht schlecht, greift alle Feinde an, aber wir haben ja diesen Kernodon drin. Lass mal gucken, was der noch so kann. Und ich glaube, der ist auch nicht so übel. Vielleicht farmen wir. Greift alle Feinde an. Proportional zu deiner Verteidigung hinzu, okay. Bla 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 und so weiter. Und hier haben wir, glaube ich, nochmal Verteidigung, ja. Schwächt die Runde in deiner Verteidigung. Das ist krass, das ist cool. Okay, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Soll es für das Video gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut da rein, Leute. Ciao.